So, jetzt habe ich eine neue Übung für euch. Und zwar in dem Fall habe ich jetzt einen Satz Autos. Der Grundpreis ist für jedes Fahrzeug ist so viel. Zu dem Grundpreis kommen dann diverse Extras. Also für das Fahrzeug kommen dann 200 Euro Wert von Extras. Hier kommen Extras von Wert von 1500 Euro und so weiter. Und jetzt muss man den Verkaufspreis ausrechnen. Der Verkaufspreis besteht dann aus Grundpreis plus Extras plus dann eine Bereitstellungsgebühr von 250 Euro pro Fahrzeug und eine Anmeldung von 20 Euro pro Fahrzeug. Ja, also diese zwei Faktoren kommen noch dazu. Also das heißt, Fahrzeug A wäre dann 12.000 plus 200 plus 750 plus 20. Das ist dann der Verkaufspreis. Natürlich hier, wie ich schon in vorherigen Videos schon erwähnt habe, diese Sätze muss man dann separat in einer Tabelle ansetzen und dann die Bezüge von dieser Tabelle dann verwenden. Ja? So, wenn die ganze Kalkulation fertig ist, wollen wir dann die Daten so formatieren wie in der Lösung. Ich habe hier mal die Lösung. So soll das Endresultat dann ausschauen. Alle Daten sind zentriert, Überschriften sind fett, die sind dann blau, die Extras sind rot und der Grundpreis ist fett und rot mit dem gelben Hintergrund.